47. Beschissener Scheißkorb. Dieser beschissene Scheißkorb wird dir gleich zeigen, wo du landest. So. Das war schneller Durchsuchung gewesen. Schneller Durchsuchung gewesen bei euch vorhin gerade. Ja, gab ja nicht so viele Räumlichkeiten, die wir durchsuchen mussten. So, dann einmal den Kopf einziehen. Welchen Kopf? Der obere oder der untere? So. Ja, diesen kleinen Dickkopf, den sie haben. Los. Alles Platzpatron hier. Ihr seid alles Platzpatron. Natürlich. Und Leute, sie sind der einzige wahre Löwe, oder? Klack. Nein, ein Löwe ist auch nur ein Tier. Zum SG. Jungs, alle zum nur SG, die einen TV weiß bei sich haben. So, diese Zellen haben wir natürlich für solche Kandidaten wie Sie, ja, Bucher. Bucher, das sind die, VIP. Warte mal. Mhm. Gib mir doch wenigstens eine Zelle mit einer sauberen Toilette. Ich sag doch, das sind leider die Zellen, die wir gerade zur Verfügung haben. Die anderen sind gerade renovierungsbedürftig, aus diesem Grunde können sie nicht schreien. Ja. Ich sehe hier eine Pistole von dir. Renovierungsarbeiten. Eine Pistole hat er. Positiv. Was für eine? Schauen Sie. Senora Bocher, haben Sie einen Waffenschein? Ja, der liegt bei deiner Freundin zu Hause. Ich hab den da liegen lassen. Ruf mal an. Ja, Bocher, das, was Sie gerade machen, das bringen Sie nicht weiter. Ja? Was bringt mir denn weiter? Zinken? Eine Kooperation. Eine Kooperation? Ja. Ja. Ich hätte gerne eine Kooperation. Vielleicht mit Red Bull oder Coca-Cola. Wäre das vielleicht möglich? Nee, Sie können auch mit dem PD kooperieren. Das wird Ihnen auf jeden Fall einiges erleichtern später. Ah, mit der PD kooperieren. Komm mal ein bisschen näher. Waffenlizenz hat der Gute nicht. Komm mal ein bisschen näher. Nein, nicht du. Chief, komm mal ein bisschen näher. Ich komm schon gleich näher. Das sollte interessant sein. Ich glaube, er steht drauf. Ah, er hat dafür alle Lizenzen. So, Herr Abouhir, wie gesagt, den Tatvorwurf habe ich Ihnen gerade gesagt. Näher bin ich gekommen. Beruhig dich. Mach mal deine Brille runter. Das ist ein Zeichen des Respekts. Ja, das kann gut sein, aber ich habe gerne meine Brille auf. Also hören Sie mir jetzt zu. Ah, wir reden gerade von Kooperieren, Chief. Also, uns wurde gesagt, Sie haben eine AP-Pistole. Und haben wohl mit der rumgewütet. Also, erstmal... Wo ist diese kleine Waffe? Erstmal reden wir hier von Kooperation. Das ist korrekt. Gut. Wenn Sie möchten, dass Abouhir mit Ihnen kooperiert, hier ist ja mein Mandant, dann Herr zeigen Abouhir. Sie Abouhir ein bisschen Respekt und ziehen Sie Ihre Sonnenbrille runter. Können Sie den Anwalt einmal überprüfen und wieder zurück in die Garage bringen, Kollege? Ja, bevor Sie mit meinem Mandanten sprechen, machen Sie das, Kollege. Nehmen Sie ihn mit, wenn er nicht geht, nehmen Sie ihn. Ja, okay. Legen Sie ihn Handschellen an und bringen Sie ihn raus. Warten Sie, bevor Sie mir Handschellen anlegen, weswegen sollten Herr Sie Anwalt, mir Handschellen anlegen? Sie mir bitte weil Sie meinen Anweisungen keine Folge leisten, Sir. Wieso sollte ich auch? Ich müsste erst mal mit meinem Mandanten sprechen. Mit Ihrem Mandanten können Sie ja gleich sprechen, wenn wir gesehen haben, dass Sie wirklich ein Anwalt sind. Okay, dann müsste ich auch sehen, dass der Durchsuchungsbefehl wirklich auch einer ist. Ja, Sir, ist er ja. Habe ich Ihnen ja rasch vorgezogen. Gehen Sie raus oder wir werden Sie gewaltsam hier raus. Begleiten. Gehen Sie mir den Durchsuchungsbefehl bitte einmal vor. Ah, Anwalt. Ja, aber okay. Ich würde sagen, gehen Sie einmal kurz raus. Ich warte draußen. Gehen Sie raus, warten Sie kurz draußen. Ich denke mal, die Männer. Ich warte draußen. Die Männer machen hier einen ordentlichen Eindruck. Die Tür auf. Nehmen Sie mir bitte die Handschellen ab, ich warte draußen. Ich nehme Sie mal mit. Ja, natürlich. Ich rede nur mit dem Chief. Machen Sie. Damit das klar ist. Hast du verstanden, kleiner Rekord? Gehen Sie kurz nach draußen, sichern Sie mich ab. Ich bin kein Feind von Ihnen. Ich sichere ab, ja. Mit dem Taser absichern. Sir, ich werde kurz deine Handschellen abnehmen, dann können wir hier kurz raustreten. Und kommen Sie nicht auf komische Gedanken, bitte. Was, die Pistole haben Sie weggenommen, richtig, Sir? Herr Abouhir. Nee, die Pistole hat er noch. Verstanden, drehen Sie sich bitte um. Beschissener Wichser. Gut, sie bleiben gefesselt. Schissener Wichser. Ja, lass ihn aber gefesselt, kommt raus. Schissener Wichser. Ey. Gewalt ist keine Lösung. Chief, willst du mir reden? Willst du mit mir reden? Dann zieh deine beschissene Sonnenbrille runter. Und der weiß Abouhir Respekt. Hören Sie mir zu. Sie
Sie sind gerade nicht in der Position, mit mir zu verhandeln. Okay, ja? Alles klar. Sind Sie gerade nicht. Ich verhandle ja, nicht. Mir wurde gesagt, der Vorschlag einer Kooperation. Wenn ich mit Ihnen rede, dann haben Sie auch zuzuhören. Der Vorschlag einer Kooperation. Abuchel wäre gerne kooperativ. Aber das geht nicht, wenn man Abuchel keinen Respekt erweist. Also ziehen Sie die beschissene Sonnenbrille runter. Gut, haben Sie genug Luft rausgelassen? Ja. Wunderbar. Also, fangen wir an. Uns wurde mitgeteilt, dass Sie mit einer AP-Pistole am Würfelpark wild um sich herum geschossen haben. Und mehrere Zeugen berichten auch, dass Sie kleine Kinder in Angst und Schrecken versetzt haben. Mhm. So wie die Frau, die dort gegenüber arbeitet, die kann jetzt nicht mehr schlafen wegen Ihnen. Sie hat Schlafstörungen bekommen. Ja, und die fühlen sich alle nicht mehr sicher, sondern sie durch die Straßen rennen mit dieser AP-Pistole. Mhm. Also wir können es ganz entspannt und glimpflich machen. Entweder oder. Sie sagen mir, wo die AP-Pistole ist, sie können gehen. Oder sie sagen mir nicht, wo die AP-Pistole ist und dann werden sie ihre Haft absitzen. Und wir werden so oft vorbeikommen, bis wir diese Waffe haben. Mhm. Irgendwann werden sie bei sich führen und dann werden wir zuschnappen. Vorschlag 1. Sie ziehen die Sonnenbrille runter und wir reden. Ja. Vorschlag 2. Die Brille bleibt auf und sie reden mit meinem Schwanz. Das ist auf jeden Fall eine Respektlosigkeit. Aus welchem Grund soll ich denn meine Sonnenbrille abziehen? Aus Form des Respekts. Also Sie fühlen sich jetzt von mir angegriffen, weil ich meine Sonnenbrille aufhabe. Ist das korrekt? Nicht angegriffen. Ich fühle mich von Ihnen respektlos behandelt. Nur weil ich eine Sonnenbrille aufhabe und mit Ihnen rede. Ja. Aber Ihr Anwalt hat doch auch eine Sonnenbrille aufgehabt und mit Ihnen geredet. Mein Anwalt hat mit mir und noch keine Sitzung getauscht. Die anderen Kollegen oder Kunden, die da waren, die hatten alle eine Sonnenbrille aufgehabt. Mein Anwalt hat mit mir noch keine ausführlichen Sätze ausgetauscht. Sie versuchen es schon. Also, wir reden hier, über was reden wir? Reden wir über eine Brille, die man ausziehen kann und dadurch, ich rede, wiederum könnte ich ein paar Informationen sagen? Oder die Brille bleibt auf. Welche Information? Teasern Sie doch mal an. Dann überlege ich mir, ob das wert ist, meine Sonnenbrille abzunehmen. Was halten Sie denn von der Idee? Ja. Entweder oder, Chief. Tja, für Sie gibt's auch entweder oder. Entweder nehmen Sie sich den Geruch dieser Toiletten an. Ja. Und bleiben hier ihre Haftzeit. Mhm. Und wir schnappen dann zu. Und Sie müssen jeden Tag in Angst leben, dass wir wieder mit so einer Masse antanzen. Oder Sie kooperieren. Und sage mir, wo diese Waffe ist. Ich das ist habe, eigentlich nicht schwer, weil ich das ist, wie gesagt, staatliche Eitung. Nicht gesagt, du sollst mir deine Toten ausgraben. Ich habe dir gesagt, zieh die Brille runter, damit wir uns hier ausführlich unterhalten können. Hey, hey, nicht in diesem Ton, aber auch her, okay? Schauen Sie mal. Wenn es um Staatseigentum geht, dann fahren wir hier eine Null-Toleranz-Politik, okay? Haben Sie mich verstanden? Halt deine also, Fresse, mit dir redet keiner. An Ihrer Stelle sollten Sie lieber genau nachdenken, was Sie jetzt tun. Okay, entweder Sie besorgen uns diese Pistolero oder wir werden für die Zukunft noch härtere Maßnahmen mit Ihnen und Ihren Geschäften. Was hältst du davon, wenn ich mir den Daumen in den Mund stecke und danach meinen Daumen über dein Schnurrbart gleiten lasse? Halt deine Fresse, wenn ich mit dem Chief rede. Also Chief, also, es geht hier nur um die Brille. Chief, ganz kurz eine Sekunde, ich habe noch wichtige Informationen. Ja. Ich lasse euch mal zwei alleine. Vielleicht hören Sie auf meinen Kollegen hier. Genau. Also, aber Herr, seien Sie nicht dumm. Sie sollten mal Ihren nächsten Schritt mal lieber klüger nachgehen. Es wäre ziemlich dumm, so aufzufallen, okay? Kooperieren Sie doch einfach mal mit uns. Sie haben eine Waffe, was uns gehört, okay? Überdenken Sie mal Ihren nächsten Schritt, okay? Mhm. Die Pistole ist Staatseigentum und wenn es in falschen Händen gerät, sind wir dazu verpflichtet, härtere Maßnahmen zu ergreifen. Okay. Wir haben sie jetzt im Visier und wenn die Waffe nicht frühzeitig auftaucht... Mann, du Vogel, hörst du mir nicht zu? Ich rede mit keinem Körper, der eine Brille im Gesicht aufhat. Nimm deine Brille runter und wir reden. Wir nehmen deine Brille runter und wir reden über alles. Es geht hier nur um die Brille. So, okay, ich werde jetzt nicht irgendwie mit denen zusammenkommen oder. Es geht hier nur um die. Erweist mir den Respekt und ich erweise Ihnen den Respekt. Was hat das denn mit Respekt zu tun? Sie haben doch keinen Respekt. Schauen Sie mal, wie Sie reden. Bei uns in der Kultur hat das was mit Respekt zu tun. Also, Brille runter und wir reden über alles. Meine Brille ist runter, reden Sie. Worauf du Lust hast. Genau, seine Brille ist runter, also. Meine aber nicht. Ja. Gut. Dieses Spielchen kann man noch 3-4 Jahre machen. Wisst ihr, Abuchel ist ein Sturkopf. Und wenn es hier um Staatseigentum geht,
was sie wieder zurückerfordert wird. Dann würde ich doch gerne kooperativ sein. Aber nimm doch diese Brille runter. Na gut, wenn sie so sehr stört. So. Ja, wie bist du? Oh, das war knapp. Das war knapp. Ja, Kollege, Sie haben aber ein bisschen was an Ihrem Brille abbekommen. Ja, da läuft ein bisschen Sauber an Ihrem Mund runter. Ach, Abuchal, das war eine ziemlich dumme Entscheidung. Das war ein sehr großer Fehler. Fass wir doch zwischen die das Beine. Das werden Sie bitte bereuen. Ah, das werden Sie auf jeden Fass Fall bereuen. Fass wir doch alle zwischen die Beine. Wir haben hier 2, 4, 6, 8 Hände. 4 Hände links an dem einen Ei und 4 Hände rechts an dem anderen Ei. Und dann spielt ihr Ping-Pong. Ich habe damit kein Problem. Also, wenn das meine Zelle sein soll, dann verpisst euch alle hier raus. Das können Sie doch mit Ihren Händen. Verpisst euch hier raus und bringt meinen scheiß Anwalt. Das jetzt noch einmal. Das LSPD. Und dieser Boden, plus diese Zelle, ja, die gehört dem Staat. Wir arbeiten für den Staat, also ist das nicht Ihre Zelle, sondern unsere Zelle. Und wir gewähren Ihnen Aufenthalt hier. Dementsprechend haben Sie in dem Folge zu leisten, was wir Ihnen sagen. Also sagen Sie uns jetzt, wo diese AP-Pistole ist. Oder ich Sie werden jeden Tag, egal wo Sie sind, stehen Sie vor, Sie machen irgendwas. In illegal, jeder Zelle bin ich zu Hause. Observiert werden Sie. In jeder Zelle bin ich zu Hause und ihr seid die Gäste. Und wenn ihr jetzt die Gäste seid, verpisst euch raus aus meiner Zelle, ihr kleiner Motherfucker. Lasst uns doch mal den Kreis schließen. Zellen werden errichtet aufgrund von Verbrechern, damit die Verbrecher diese Zellen beziehen. Also bin ich ja, wenn ich etwas bezogen habe, zu Hause. Also bin ich hier zu Hause und ihr seid die Gäste. Ja, der Chief. Nein, das ist nicht so korrekt. Stellen Sie einfach vor, der wie eine Kakerlake. Genau. Geh doch mal zurück ins Café. Ja. Ja. Zieh deine Ärmel hoch, krempel deine Ärmel hoch und greif doch mal mit den ganzen Armen in die Toilette. Ah. Und das, was du da findest. Das Gleiche werde ich gleich auch tun, nur mit Ihrem Kopf, indem ich ihn da reindrücke. Rein hypothetisch gesehen natürlich. Also wäre wirklich ein schönes schön anzusehen. Also Abuchel, guck mal, um das Ganze hier abzukürzen. Sie wollen ja auch nicht die ganze Zeit von uns belästigt werden, nehme ich an. Sie wollen ja auch ihre Ruhe, ihre Privatsphäre, oder? Ich kooperiere mit keinen Bullen. Du Versager, bring mir meinen Anwalt. Naja, der einzige Versager, der hier ist, das sind Sie, Herr Abuchel. Und die einzige Waffe, die es gibt, habt ihr doch schon. Ja, das ist jetzt nicht die Waffe, die wir wollen. Das ist die andere, die Schnellfeuerpistole, Staatseigentum. Und in ihren Fingern hat sie nichts verloren. Und wenn es um Staatseigentum geht, da wären wir, sag ich mal... Pissig? Sensibel? Ja, sensibel. Aufmerksam? Sehr, sehr gut. Sensibel. Nein, sensibel. Mhm. Ja, da sind wir sehr sensibel. Gut. Du Sensibelchen. Warst du im Café? Hast du gesucht? Nichts gefunden. Ich bin zwischen deinen Zellen, zwischen deinen Wänden. Ich wurde durchsucht. Nichts gefunden. Und jetzt? Na gut, warten Sie einfach mal hier. Okay, es ist Ihre Entscheidung. Sie hatten die Wahl. Wo sind die anderen? Ich habe Ihnen doch gerade irgendwas gesagt. Es wäre eine kluge Entscheidung, zumindest die Waffe irgendwie auftauchen zu lassen. So sind wir gezwungen, immer und immer wieder bei Ihnen vorbeizuschauen. Was sollen wir machen? Hey, bitte, Chief, kommen Sie. Verhört den und fragt den, wo dieses verdammte AP-Pistol ist. Und vorher kommt er hier nicht weg. Egal was ist, ihr findet ihn nicht los, nichts. Weil ich muss kurz hoch mit den Jungs, wir haben einen Termin, da ist jemand, der die ganze Zeit mich nervt. Perfekt, Otto Wolf ist da. Ah, ey. Wer ist diese? Kleine Perle, komm mal zurück, Schmetterling. Komm. Nee, der kommt mit uns. Holt doch mal die Mandarine hier rein. Der kommt mit uns. Also, Abuchel, ich kommen Sie, der Beauty. Ey, du Mandarine, bring mal die Mandarine rein, das ist eine Zwiebel. Kleine Mandarine, komm doch mal hier rein. Ruhig, Samu, wenn du willst, kannst du auch Samu bringen, also, weil der kriegt das schon gut hin. Mandarine, Samu, komm her zu mir. Zurück, ja, als kleine Randnotiz. Okay. Deputy, kommen Sie. Mandarine, komm her rein zu mir, komm. Schönen guten Tag. Ja, wer bist du? Ich bin Pini 66. Ah, wäre witzig gewesen, wenn du 69 wärst. Ja. Also, wie geht es Ihnen? Ja, wunderbar. Da sind wir ja hier, ne? So, Mandarine, wie geht's? Wunderbar, ne? Ich habe gehört, Sie haben hier ein bisschen was zu verheimlichen. Verheimlichen? Ja. Das Einzige, was ich verheimliche, ist, dass ich die Frage stellen möchte, dass ich gerne Ihre Nummer hätte. Die Nummer gegen Kummer, Mandarine. Okay, guck mal, man kann ja über alles reden. Ich sag mal so. Ein Geben und ein Nehmen ist das Leben. Verstehen Sie das? Wie ist Ihr Name? Wir müssen das andersrum machen. Wir stellen erst die Fragen und dann schauen wir, wie sich das hier so entwickelt. Willst du anders? Mein Kollege fängt wahrscheinlich jetzt erstmal an und ich werde mir das hier mal anhören. Wir brauchen die AP-Pistole. Ja, ich brauche sie auch. Wo ist sie denn?
Such doch mal im Keller deiner Freundin. Ja, zum Glück habe ich keine Freundin. Mhm. Also ich habe Zeit, ich kann hier sitzen stundenlang. Ja, also ich habe auch kein Problem damit. Gar kein Problem damit. Aber wisst ihr, was fragwürdig ist? Was denn? Dass sie aufgrund von ein paar Kinderaussagen und ein paar Aussagen mein Café stürmt, meine Kunden vertreibt, mein Ladenlokal dadurch einen gewaltigen Schaden trägt. Und ich von dieser Schnellfeuerwaffe gar nichts weiß. Sie wissen schon, dass wenn wir die Pistole nicht bekommen, dass es tagtäglich so sein wird. Ich bin nichts anderes gewohnt, Habibi. Ja, also tagtäglich eine Razzia. Das wirkt sich doch auf die Kunden aus und da kommt doch irgendwann keiner mehr. Auch kein Problem mit. Dann mache ich halt einen scheiß Imbiss auf. Dann stimmen wir den Imbiss. Da wird es nicht anders laufen. Wir brauchen die AP-Pistole. Und ich brauche mehrere Millionen Dollar. Unsere Forderung ist realistisch. Ihre, ja, nicht so. Steh doch mal auf und stell dich vor mir. Ich hab's gemütlich gerade. Ja, du willst, dass ich kooperiere? Dann kooperiere doch mit. Ja, komm, bitteschön. So. Weißt du, bei uns in der Kultur und in der Heimat sagt man, dass wenn jemand dir gegenübersteht mit einer Sonnenbrille, diese Person dir keinen Respekt erweist. Ich weiß den Respekt, nur sehe ich ohne meine Sonnenbrille nichts. Ja, es ist, ich würde gern kooperieren, aber wie soll ich mit jemandem kooperieren, der mir keinen Respekt erweist? Also zieh doch mal bitte für einen kleinen Augenblick diese Sonnenbrille runter, damit ich dir in die Augen schauen kann, damit ich weiß, was für eine Art Mensch du bist. Und jetzt verpiss dich. Also wollen Sie das so handhaben? Haha, Polizeigewalt. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wir können das auf zwei Arten klären. Also, es ist wichtig für Sie, Ihren Laden zu weinen. Oder generell, sage ich mal, selbstständig zu sein. Ist ja Ihr Laden. Wir wollen, dass Sie uns die Waffe geben. Ja? Wir können das jetzt natürlich alles in die Länge ziehen. Ich denke, Sie werden ja auch irgendwann Hunger haben. Wir geben Ihnen jetzt mal so 2-3 Minuten Bedenkzeit. Dann kommen wir wieder. Und dann können Sie uns sagen, wie Sie das hier handhaben wollen. Ja? Wie willst du denn gerne handhaben? Das werde ich dir dann gleich mitteilen, nachdem du mir deine Aussage mitgeteilt hast. Wir gehen einmal raus. Okay. Hey, okay, sind Sie endlich mal fertig? Ja, da bist du doch. Komm doch mal rein. Ja, klar. Ich darf nicht rein. Erst nach Erlaubnis des Bedis hier. Okay. Laut meiner Uhr ist genau Abukhele seit einer halben Stunde hier drin. So, den Durchsuchungsbefehl habe ich immer noch nicht bekommen. Zweitens, weswegen ist der Herr überhaupt hier drinne? Drittens, seine Zeit läuft langsam ab. Okay. Und ich habe von Ihnen immer noch keinen Anwaltsausweis gesehen. Okay, dann machen wir das genau so. Sie zeigen mir den Durchsuchungsbefehl, ich zeige Ihnen meine Anwaltslizenz. Ohne ein... Oder dann machen wir das so, Sie zeigen Abukhir den Durchsuchungsbefehl und ich zeige meine Anwaltslizenz. Wunderbar, vorsichtig, der Herr. Super, dann geben Sie mir mal doch Ihre Dienstnummer, bitte. Nee, gar kein Problem, die 02. Das 02, super. Ja. Ich helfe Ihnen einmal, wunderbar. Aber okay, Sie sehen das, ne? Mhm, ich sehe alles. Ja, super. Haben Sie überhaupt die Rechte vorgelesen? Ah, da haben wir ihn. Gut, wunderbar. Ich glaube, die Kollegen übernehmen hier. Da haben wir den Fall geklärt. Sehr gut. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie Bescheid. Sie haben einen großen Fehler gemacht. Hier ist Endstation. Das ist jetzt dieser Abukhir. Für mich nicht erklärt. Ich würde den FBI-Leuten gerne mitgehen. Ah, oh, sehr gut. Wo ist denn jetzt Chief schon wieder hin? Fragen Sie uns nicht. Schrei mich nicht an. So ist das letzte Warnung, okay? Ansonsten werde ich Sie festnehmen. Weswegen? Ja. Raus. Oh, tiefe Stimme, super skurril. Ja, bitte. So. Herr Abukhir, hören Sie mich? Ja. Gut. Wir werden jetzt an einen gewissen Ort fahren, wo es ruhig ist.
uns jemand gestört oder irgendwie unterbrechen kann. Und dort werden wir der ganzen Sache mal auf den Punkt fühlen. I know sunshine when she's gone. Only darkness goes away. Abocher, wie wär's, wenn du mir das Lied vom Tod abspielst? Oder vorsingst? Das würde ich auch interessanter finden, tatsächlich. Und wer seid ihr, zwei kleine Schwanzlutscher? Wir sind das FIB. Haben sie sich verschluckt? Nein, ich habe auf das gefurzt, was du gesagt hast. Ich glaube, er nimmt gerne den Mund so voll. Ach, alles gut. Wenn wir die fertig sind, dann werden so oder so, sage ich mal, mehrere Fürze kommen. Ist es ein bisschen düster. Ich würde sagen, dort bei der Lampe. Ja, das reicht. Da kann man und auch bessere Bilder schießen. Genau. So, Abo hier. Wir haben gehört, sie treiben ein bisschen Unfug in der Stadt in Los Santos. Ich weiß von keinem Unfug. Es wurde mitgetragen, dass sie gerne auf Zivilisten schießen. Auf Menschen, die sich nicht wehren können. Und sie suchen sich gerne die kleinen Fische aus. Warum machen sie sowas? Mann, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ist das eine perverse Ader in ihnen? Scheint wohl zu sein, oder? Mögen sie es, Leute zu unterdrücken? Hilflose Leute. Mann. Dieser ganze Film aufgrund ein paar Aussagen von irgendwelchen Leuten? Ja, es sind nicht irgendwelche Leute. Banker. Sind dabei. Geschäftsführer. Einige vertrauenswürdige Aussagen. Und wenn es um Staatseigentum geht, dann wird's für sie brenzlig. So wie es aussieht, ist dem Staat ein Leck untergekommen. Und wir werden alles daran setzen, herauszufinden, wie es dazu kam, dass diese Waffen abhanden gekommen sind. Das ist wahr. Also, Herr Abouher, Sie wollen die ganze Zeit nicht sagen, wo diese Waffe ist. Ist das korrekt? Ich weiß von keiner Waffe. Sie wissen nicht von einer Waffe. Die Gerüchte sind auch nur Gerüchte, nehme ich an. Und Sie sind ein Engel und haben eine weiße Weste. Ist das korrekt? Korrekt. Abouher. Ich werde Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Vielleicht mit einer Zigarette. Wollen Sie eine Zigarette rauchen? Ja, bitte. Okay. So, ich lege mal die Zigarette in Ihren Mund. So, ja. Beschissener Wichser! Ich glaube, die Zigarette hat Ihnen geschmeckt. Ich glaube schon. So, Herr Abouher. Du beschissener Wichser! Hören Sie mir jetzt zu. Sie Kakerlake, Sie Parasit, was Sie sind. Sie sind ein kleiner Fisch, ein kleines Licht in dieser Stadt von Los Santos. Es gibt größere Mächte als Sie, merken Sie sich das. Und ich sage Ihnen jetzt nur eine Sache. Wenn Sie dieses Staatseigentum in den nächsten Tagen nicht zurückbringen, dann werden wir, sag ich mal, nochmal kommen. Und das wird nicht dasselbe Ende haben, wie es heute das Ende haben wird. Das verspreche ich Ihnen. Natürlich sucht nach der Waffe in dem Zimmer eurer Freundinnen! So, Kleiner, hast schon mal einen verdammten Aktenkoffer gegen den Kopf gekriegt? Ihr beschissenen Wichser! Ist das aber jetzt deine Fresse, wenn wir reden? Ja? Bevor ich in deinen Mund spucke und du das googelst. Hier herrschen jetzt unsere Gesetze. Keiner wird dich vermissen. Wir lassen alles vertuschen und die Akten verschwinden. Du wirst nie da gewesen sein. Das FIB wird dich nie vom BD abgeholt haben. Deine Leiche wird hier vorne irgendwo im Meer schwimmen. In zerstückelten Teilen. Wir lassen alles verschwinden. Wir sind die Meister der Vertuschung. Also, kooperiere und hab ein Ende. Sag ich mal, was sich jeder, wie nennt man das, Mafiosi vorstellt. Sie haben die Gewalt der Wahl verteilt im ganzen Land. Du, einer von euch muss näher kommen. Ich muss was sagen.
Noch ein bisschen näher. Noch ein bisschen näher. Ja. Willst du wissen, wo die Waffe ist? Ja, will ich. Dann such im Arsch deiner Mama, du beschissener Wichser! Oh! Ja, ist kein Ding, wir haben hier Elektroschocktherapien, alles für sie, sie kleiner Dreckiger. Kurze Frage, jetzt im Ernst, haben sie diese Waffe oder nicht? Ja. Okay, und wo ist sie? Zwischen meinen Beinen. Zwischen deinen Beinen? Ja. Dann schau ich da mal rein. Ja. Oh! Ah. Sie ist weg. Die Waffe. Da ist gar nichts zwischen seinen Beinen. Es sieht aus wie ein Uhr. Nichts. Es sieht aus wie ein Uhr. Interessant. Interessant. Naja. Hat ein schnelles Ende gehabt. Aber naja, wie gesagt. Sagen, wir werfen den einfach vor dem Krankenhaus und. Ja, wir schmeißen ihn raus. Genau. Ey, was für ein geiler Film! Was für ein geiler Film! Ich feier das mal, ich bin richtig aufgeregt, schon aufgeregt! Wenn nicht, müssen wir das Ding schon geschafft haben. Zerstören. Und dann ist die Waffe auch weg. Zephos, kommen Sie. Hören Sie mich? Ja, ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Kein Problem, kein Problem. Es tut mir leid. Wie geht's Ihnen? Ich weiß nicht. Was kann ich für Sie tun? Mir ist ein bisschen schwindelig. Brauchen Sie etwas? Ja, ich... Wasser? Nein, nein, ich will einfach nur wissen, wie ich hier rauskomme. Hier aus diesem MD? Haben Sie Probleme? Sie klingen, als ob Sie eingeschlagen sind. Ich möchte einfach nur hier raus. Hier raus? Okay, dann helfe ich Ihnen mal hier raus. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein. Nein? Okay. Okay, okay. Warum gehe ich auf einmal breitbeinig? Sie sind kampfunfähig, der Herr. Nein, nicht abhauen. Bist du Marokkaner? Wird bestimmt was, ja. Mein Name ist Abu Khair. Und ich komme immer mit einem lautstarken Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, Abu Khair. Abu Khair. Ich möchte jemanden dich kennenlernen, Abu Khair. Geht's dir gut? Was war das für eine beschissene Razzia? Nee, stimmt. Haben die dich mitgenommen, ne? Ma, ich war beim FIB, ja, Salami. Abu. Bruder, ich muss ganz, ganz dringend mit mir die. Wie heißt der? Mehmet Kara? Warte mal. Oh, mir geht's gar nicht gut. Bruder, bist du Abu Khair? Ja. Bruder raus? Oder, ich war vor die PD? Ja. Und da hat irgendwie einer auf dich gewartet. Ich wollte rein, aber die haben mich nicht gelassen, Wallah. War mein Anwalt. Abu Khair. Ich weiß nicht, ob dein Anwalt. Assalamu alaikum. Alaikum. Mein Name ist Abu Khair. Oh, Abu Khair, Abu Khair, Abu Khair. Wie geht's dir, Abu Khair? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Alhamdulillah, Bruder. Ich bin neu hier in diese Land und in diese Stadt eingereist. Ich bin ein bisschen spazieren gegangen, um vielleicht mal Arbeit zu finden. Ja. Ich bin neu hier. Ja. Dann habe ich diese Café gesehen und dann habe ich gesehen, ein paar Kurden. Ich bin auch Kurde. Ja. Ein paar Landsleute, die sind unter deinen Händen, so wie ich mitbekommen habe. Ja. Und ich wollte fragen, ob du vielleicht Arbeit für mich hast. Ja, ich habe kein Dach über den Kopf. Ich weiß nicht, wo ich schlafen soll, Leute. Du bist Familie von Familie. Also bist du kein fremder Abu Khair. Herzlich willkommen. Guck, du bist mal, zu Hause. Zunge. Dankeschön, mein Bruder. Dankeschön. Ich bin von diesem Flugzeug ausgestiegen. Ich habe so Magenschmerzen bekommen. Ich dachte, was mache ich hier in diesem Land? Aber Alhamdulillah, ich habe Leute getroffen, die meine Sprache sprechen. Ich habe Leute getroffen, die ein bisschen hier wissen, wie man zu laufen hat, wie man zu sitzen hat, inshallah, in welche Richtung man sich bewegen muss. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aber Khal, ich küsse deine Augen, Bruder. Ich muss mich einmal kurz hinsetzen, mich mal ein bisschen ausruhen. Diese FIB sind Motherfucker, Bruder. Die haben auf mich eingeschlagen, ein Koffer auf meinen Kopf, Schlagstock auf meinen Nacken, Bruder. Ich komme nicht mehr klar, mein Bruder. Und irgendwas, ich weiß nicht warum, aber dieser MD-Ler, ich glaube, der war mit seinem Finger beim Arsch. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Azim. Astaghfirullah. Jungs, egal was passiert, wenn ich liege, lasst mich sterben am Menachem. Wenn ich schon höre, dass diese Krankenhausleute Finger in den Arsch machen, lass mich sterben. Bringt mich auf gar keinen Fall dahin, egal was passiert. Ja,
Lass mich gefickt. Ich muss mich kurz hinlegen, weil ich komm nicht klar, Bruder, Wallah. Abu Malik. Ja. Komm, Bruder, komm. Amja. Hey, was ist los? Abu Malik. Amja, mein Bruder, komm mal kurz. Wir haben ein beschissenes Problem. Was für ein Problem? Bruder, die wollen die Waffe zurückhaben. Welche Waffe? Die Waffe. Die einzig wahre Waffe? Die einzig wahre Waffe, das ist Staatseigentum, Bruder. Die kommen hier jeden Tag reingelaufen. Jeden Tag. Die haben mit einem Koffer auf mich gehauen. Die haben mir auf den Nacken geschlagen. Und ich weiß nicht, was beim MD passiert ist, Bruder. Aber da ist nichts Schönes passiert, Bruder. Ich laufe seitdem breitbeinig. Amja. Ja, mein Bruder. Bruder, wir müssen diese Waffe abgeben, Mann. Die f***en uns jeden Tag. Die haben wen abgeben? FIB, der PD, Bruder, die haben mir gerade fast 90 Coca-Blätter abgenommen. Ach du Scheiße. Die haben mir die 90 Coca-Blätter abgenommen und die haben meine Pistole abgenommen. Und ohne diese Scheiße sind wir aufgeschmissen. Und wenn die sagen, die wollen diese Waffe haben, Bruder, dann müssen wir diese Waffe abgeben. Weil die kommen jeden Tag hier reinkacken. Weißt du, wann wir unsere Sachen lagern können? Ja, sobald wir ein Anwesen haben. Boah, das wäre wichtig. Weil wir müssen diesen Abo-Krise noch dicken, Ja. Eine andere Sache, Abuchal. Amja. Ja, Bruder. Erinnerst du dich an Mundi Lara? Ja. Ich hab Mundi Der Name sagt mir was. Ich hab Mundi Lara bei Abukrise eingeschleust. Ich würde sagen. Aber bevor wir irgendwas machen und uns mit Abukrise auseinandersetzen, zeigen wir Abuchal ein bisschen die Stadt und wir suchen mal ein Anwesen, was uns stehen würde. Fallen würde. Ja, genau. Amja. Ja. Ich habe auf jeden Fall in der Heimat ein paar Grundstücke noch von Familie, die gerade im Verkauf stehen. Aber Malik, ich muss hier ein Konto eröffnen. Das Geld wird hier rüberkommen. Wir fahren gerade ein bisschen durch die Stadt. Wir kommen gleich wieder. Und ich brauche auf jeden Fall auch ein Dach über den Kopf. Enno. Abuchal. Ich f***e Enno. Ja, Bruder. Wie ist es in der Heimat, Bruder? Bist du gut gelandet? Bruder, Herr Zerni, du weißt, du kennst unsere Zustände. Wir sind hierher gekommen, um vielleicht irgendwas aufzubauen, sodass wir dafür sorgen, dass in der Heimat das allen gut geht, weißt du? Ja. Ja, ich bin bereit, alles zu machen, mein Bruder. Du weißt ja nicht, wir sind da groß geworden. Wir haben keinen Skrupel, wir haben keine Angst vor Waffen und Messer haben wir Nachbarn. Wie die meisten Kakerlaken hier. Mann, du bist so ein richtiger aus dem Dorf, Lo. Genau so einer hat mir gefehlt, ja, Salame. Wallah, Bruder, was soll ich dir sagen, Jani? Ich bin da. Abuchal. Ja, lass mich offen fragen. Jetzt bist du in der Stadt. Du hast das Geld, was du in der Heimat gesammelt hast, um hier hinzukommen, hast du ausgegeben. Ja, Bruder. Wie wird es für dich weitergehen? Wie ist dein Weg? Aber Malik. Ja. Wir haben sehr, sehr viel Land und sehr, sehr viel Grundstücke in der Heimat. Ja. Diese habe ich alle verkauft. Ja. Da liegt sehr, sehr viel Geld, was ich hierher überweisen lassen kann. Ich brauche hier ein Konto. Und ich brauche hier stabile Brüder, auf die ich zählen kann. Und glaub mir, wir können einiges verändern. Gut. Abu Malik, mein Bruder. Ja, Habibi. Wenn wir einen anständigen Architekten finden, ja. Hier links, geh mal links. Könnte man eine Yacht als Haus benutzen? Bruder, wenn der Architekt sauber arbeitet, dann kriegst du auch ein UFO hin. Theoretisch gesehen könnte man also auch eine Yacht haben. 100%. Was man als Unterschlupf benutzen könnte. 100%. Was auf dem Wasser ist. Richtig. Es kommt auf den Architekten an. Madame, wir sind in Los Santos, alles ist hier machbar und nachholen. Alles, was mit MD Geld steckt Finger in den Arsch, Bruder. Kannst mir sagen, dass Yacht nicht machbar ist. Rommel, mein Bra-Bru. Rommel, du bist auch mein Bruder. Rommel, wir waren schon immer Brüder. Lauf, ja, Mann, ja, lauf! Wohin läufst du? Ey, ich muss zum Ausparker. Hörst du mich? Warte kurz. Hallo. Warte Wie kurz. Wie ist dein Name? Ich bin Abu Antar. Abu Antar. Abu Antar. Yo. Ab jetzt heißt du Abu Maniak. Schon Abu. Was Abu Maniak? Abu Antar, konzentrier dich auf mich. Okay. Meine Nummer ist 422. 422? Ja, das ist meine Glücksnummer. Okay. Weißt du, was mir fehlt? Was fehlt dir? Ein Handy. Wallah, ich habe nur ein Handy, aber ich gebe dir mein Handy. Ey, bleib mal locker. Gib mir einfach dein Handy. Ja, du willst mich abziehen oder was? Gib mir einfach dein Handy. Du willst mich abziehen. Dein Handy. Was, wenn ich euch nicht gebe? Ich komm gleich. Okay. Halas, ich gebe euch. Halas, mein Handy, Allah. Fantastisch. Aber wir geben euch. 422, ja, Mann, ja, gräb mich. 422. Ja, warte doch. Was hast du noch so einstecken? Was hab ich? Ich hab meine Orange einstecken. Gib die Uhr. Wo bist du? Wie die Uhr? Abuchal. Hallo? Ich bin Abuchal. Alaikum assalam.
Gut, alles klar. Oder Mann, wie ich komm zu dir, ich komm zu dir. Die müssen langsam jetzt anfangen. Nee, ich komm zu deinem Café, zusammen. Bei uns gibt es keine Sitzmöglichkeiten. Mann, bei mir im Café ist gerade zu viel los. So sind viele Showmaker. Ich komm zu dir. Dann lass uns lieber an einem anderen Ort. Medizinische Hilfe. Okay, dann such dir einen Ort und schick uns Standort. Okay, Alligator. Ey, Abu Malik. Er ist weggefahren, Bruder. Wie? Da hat einer gesagt, komm, ich zeig dir einen krass Anwesen, dann ist er mit dem auf dem Motorrad geschickt. Okay, ey, wir haben ein Abu Khal. Ja, bra. Bitte, wir haben gleich ein Treffen mit Sensei Lee. Okay. Das sind Leute aus Japan, das sind krasse Motherfucker. Okay. Die schicken mir jetzt einen Standort, wir fahren zu denen, ich will, dass du die kennenlernst. Ja. Yeah. Bruder, also das sind... Guten. Bruder, ja, im Guten. Aber Bruder, bitte, das sind kranke Motherfucker, die ziehen Katana und so eine Scheiße. Okay, ich weiß Bescheid, Bruder. So mit Blutbruderschaft, mit Messer aufschneiden, mit Finger abschneiden und so eine Kacke. Ganz, ganz krank, Bruder. Also, Bruder, bitte... In Dorf, wo ich herkomme, Bruder, die f***igen Krokodile, Bruder, macht die keinen Kopf. Da war okay. Ich hab nichts gesagt. Ich hatte einfach die Fresse, fahr einfach mal hin. Du musst mir sagen, wo. Ja, ich warte auf einen Standpunkt. Ich warte auf einen Standpunkt. Hallo? Mundi? Mundi? Ja, du bist eingespeichert. Ich würde mich wundern, wenn du mich einmal Lara nennen würdest. Lara, mein Herz. Also ich kann gerade nicht reden. Ja, tu einfach so, als wäre ich eine Freundin von dir. Ja, hi Elisabeth, wie geht's dir? Like von allen Namen diese Lara, von diesem Land nennst du mich Elisabeth. Welche Route seid ihr? Koks. Auf der Kokainroute? Ja. Wie viele Mann seid ihr? 6, 7. Diamonds, dabei euch? Ja, ja. Ist Krise auch da? Ja. Ist der am Sammeln? Meine Fresse. Ja. Sag ihn, er ist ein Jäger und kein Sammler, der Vollidiot. Aber lass ihn sammeln, scheiß auf den. Okay. Guck mal, wenn ich irgendwann anrufe und sage, Kinderwagen, dann guck, ja, wenn ich dich irgendwann mal anrufe und sage zu dir, Mundi, Kinderwagen, dann guckst du, dass du heimlich und still und leise den Ort verlässt, weil wir dann alles umballern werden, okay? Was ist das Wort? Kinderwagen. Mundi. Genau. Mundi, Kinderwagen. Warum flüsterst du? Weil du ganz halt Leute neben bist. Ach so, ja, okay. Yalla, baby, ciao, ciao. Okay, halt schon. Ja, sollen wir es da hinkommen? Ja, wir kommen dahin. Okay. Abu Malik? Ja, bitte. Anas. Abu Khal? Anas. Ja, Bruder. Amja? Ja, Bruder. Kommt. Mardelli? Sure. Ihr bitte kommt mit mir, ja? Wir treffen uns mit Sensei. Der Rest bleibt hier und wartet das Café für sein eigenes Zuhause. Ey, Sohn von Abu Zaytun, hörst du mich? Okay, Abu Malik, weißt du, warum wir uns sehen wollen? Ja, weil Abu Mardelli mit denen verwandt ist und die mit uns reden wollen. Das ist aus purer Gastfreundlichkeit. Mein Name ist Abu Khair und ich komme immer mit einem lautstarken Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mr. Abu Khair. Sensei? Hier sind ein paar Freunde, die ich Ihnen vorstellen wollte und ich wollte Ihnen etwas Geschäftliches mitteilen. Aber die Herrschaften sollen sich erstmal selber vorstellen. Da fange ich mal an, kurz zu mir. Mein Name ist Aladdin, der Präsident von Satudara MC. Mein Name ist Pinkeli Wachtetin. Abu Khair, kennst du mich noch? Von der Familie Hemschus, in der anderen Stadt. Ja, ja, sag mir was. Ein strammer Motherfucker, Pinkel. Kann ich nur zurückgeben. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Uns geht's sehr gut. Pinkeli Wachtetin. Pinkeli Wachtetin. Ich erinnere mich. Diese Stimme kommt mir ein bisschen bekannt vor. Wie heißt du? Mein Name ist Ich bin Abu Khal. Abu Khal, du bist auch hier. Das ist Import frisch aus Kurdistan. Ich verstehe. Frisch aus Khorasan. Was ist dieses Khorasan? In diesem Khorasan trinken die Leute Blut von Japanern. Bagero, wie redest du? Sensei, verzeih. Hörstest du um dein Leben? Sensei, verzeih. Der Bruder ist neu. Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Abu Khal und wie gesagt, er trinkt Blut. Das sollte nicht respektlos sein, Sensei. Das ist bei uns eine Art von Respekt, weil von Völkern, wo wir Blut trinken, bedeutet ja nicht, das sind unsere Blutsbrüder, für die wir gehen in den Tod. Hm.
Ich weiß schon, was du meinst, Abu Karo. Abu-Khal. Aber verzeih meine Aussprache. Deutsche ist sowieso schwer, aber dann diese exotische Name noch schwieriger. Verstehe. Sensei. Hey. Ich habe gehört, dass Ernesto fucking Carlos auch in dieser Stadt ist. Hast du Kontakt zu ihm? Hey, hab ich auch. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen. Ich würde sagen, wenn alle hier sind, lass ihn auch rufen. Wem? Ernesto fucking Carlos. Nein. Abuhair, warum? Was hast du für ein Problem mit Ernesto? Ernesto fucking Carlos kommt nicht in diese Runde. Was habe ich verpasst? Wer ist dieser Ernesto? Ein Bakayaro, ein Kuso, ein Haruishi, ein Kisama, dieser Yoshimitsu. Daijo, er ist auch nicht gerade Gesprächsthema. Gut. Ich wollte, dass du weißt, aber... Diese Leute hier sind alte Bekannten, alte Freunde, mit denen wir durch dick und dünn gegangen sind damals. Mhm. Ich sehe, anscheinend kennt ihr euch auch. Das freut mich auch. Ja? Wir haben ja gesagt, deine Freunde, meine Freunde. Deine Feinde, meine Feinde. Das ist richtig, Sensei. Ich hoffe doch, andersrum ist das genauso. Es ist genauso, Sensei. So, Tana. Salam alaikum. An der Stelle der Herrscher, das ist mein Teil. Alaikum salam, mein Bruder. Alaikum salam, Jamaa. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Abukhair. Alaikum salam. Alhamdulillah. Mir geht's gut, danke. Freut mich, dich kennenzulernen auf diese Wege. Habibi, die Freude liegt meinerseits. Ich hab schon gesehen, du hast meinen Neffen kennengelernt, Bingoli Wachtettin. Mein Bruder ist neben dir, Abu Mardelli, mein kleiner Bruder. Und so, ja, Abu Khair, schließt sich der Kreis. Ich bin der Onkel von ihm. Ich verstehe. Sensei, du musst wissen, bei uns in der Mentalität und der Kultur und die Heimat sind wir alle irgendwie miteinander verwandt. Na, ich merke schon gerade. Interessante Leute. Seid ihr alles Araber? Wir sind Araber, Kurden, Türken, alles. Oh Gott. Ich werde mal fortfahren mit dem, was ich sagen wollte. Ich hoffe, du hast noch keine Aufnahme an dieser Runde hier gerade. Nein, das ist ein Blocker. Das blockt den Funk und den Netz von anderen Leuten. Mach dir keinen Kopf, Mr. Miyagi. Ich heiße Sensei Himura. Ach so. Xero. Ja, alles klar. Es gibt eine Familie namens The Company, Abu Khairo. Ja, The Company. Diese Schlotscher haben es gewagt, sich vor mir aufzubauen. Aufzubauen. Nicht aufzubauen, sondern zu bellen. Aha. Sie haben gebellt wie kleine Inne. Hunde. Kennst du diese Shiba Inne, diese Hunderasse? Kenn ich. So in etwa sahen sie aus. Und so in etwa haben sie auch gebellt. Nein, sorry. Wie eine Chihuahua haben sie gebellt. Okay. Diese Köter sind keine guten Geschäftsmänner und sie werden viele Probleme verursachen. Das kann ich dir versprechen. Das sind ab heute meine Feinde. Ich musste sie heute eliminieren. Einige von ihnen zumindest. Dann sind deine Feinde ab heute meine Feinde, Sensei. Das weiß ich zu schätzen. Sensei. Hey. Was für ein Geschäft pflegen die denn? Ich habe gehört, die sind im Weed-Geschäft, Okay. Aber darum werden wir uns kümmern. Haltet die Augen offen. Diese Schwarzer sind sogar Löwen, während sie gefesselt sind, Aber sie wissen eine Sache nicht, Uchiwa Wasawai no Moto. Der Mund ist Wurzel des Unglücks, Ei. Und Unglück, ist wie Unkraut, den man vernichten sollte. Ei! Okay, die Herrschaften, ich mach das kurz und knapp. Wo bekommt man Waffen? Ich brauche dringend Waffen. Ich glaube, Waffen brauchen wir alle, verehrter Freund. Aber Herr, willst du mir damit sagen, dass du bis jetzt niemanden erreicht hast, der Waffen hier in dieser Stadt verkauft? Nein, das will ich nicht sagen. Aber Menschen, die lesen können, die sind klar im Vorteil, mein Freund. Ich verstehe. Was willst du mir damit sagen? Damit will ich dir sagen, wenn ihr eure Gelder zusammenschmeißt, könnt ihr eine Waffenlizenz kaufen von $150,000. Und darüber kann dann jeder von euch eine Waffe kaufen. Okay. Und das ist die einzige Möglichkeit derzeit, wie man an Waffen kommt?
Das ist die einzige Möglichkeit, wie man an Waffen kommt. Die andere Möglichkeit ist, wenn ihr kein Geld habt, dass ihr eine Route für eine Fündig macht. Ein bisschen farmen geht, die Sachen wiederum verkauft, euer Geld anhäuft und dann wieder über die Waffenlizenz. Da sind wir schon beim Thema Geld. Fürs Geld bräuchten wir noch einen Wäscher. Es gibt einen, der wäscht das Geld hier in dieser Stadt. Sein Name ist Krise. Was für eine Krise? Na, aufgrund der Inflation nehme ich an. Weißt du, wo man diesen Mann trifft? Er ist ein Schwutlutscher, den triffst du in jeder Ecke. Er ist ein Dummkopf, aber die Männer mit dem sind raffinierte Motherfucker. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hat Abu Mardelli sogar seine Nummer. Dieser Abu Krise ist ein richtiger Inu. Abu Khair, wer sind die Männer von Abu Krise? Kennt man die? Einer davon nennt sich Diamond, ein gewagter. Abu Diamond? Abu Diamond. Wachtettin. Abu Diamond, sagt er gerade. Abu Diamond. Ein bisschen bekannt vor. Ein flinker, ein sehr, sehr flinker Schütze. Aber leider auf der falschen Seite vom Ufer. Ah, Abu Diamond. Abu Diamond, der ist hier? Ich würde sagen, Daya, wir besprechen das zu Hause lieber. Ja, ich wollte das müssen. Ja, das müssen wir besprechen. Gut, dass du das gesagt hast, Abu Khair. Wer ist noch neben Abu Kriese? Wer der heißt? Da gibt es eine, die heißt Lara. Ist das eine Yariman? Ja. Ich finde Yariman entzückend. 422. Ich liebe Fassen. Das ist meine einzige Schwäche auf dieser Welt. Ich glaube, das ist unsere aller Schwäche. Sodana. Was ihr über diese Lara wissen müsst, und das meine ich vollkommen ernst, wenn Lara in die eine Richtung redet, dann dreht ihr euch in die andere Richtung. Weswegen? Weil sie hat einen sehr, sehr starken Mundgeruch. Mundgeruch, habe ich schon gehört. Hast du gesehen, aber gerade Schönheit, Bruder. Egal, wenn der Kopf hoch ist, stört es auch nicht. Mundgeruch. Und dann gibt es noch eine, die heißt Medosh oder Mendosh. Ein Schlitzer, eine flinke Schützin. Ansonsten ist der gesamte Park von Krise ein hoffnungsloser Fall. Aber eine gute Adresse, wo man das Geld wäschen kann. Ist bekannt, wie viel Prozent er verlangt? Ich glaube, wenn ihr dann lautstark auftreten könnt, mit einem Salamu Alaikum und ihn ein bisschen Angst macht, würdet ihr das sogar umsonst machen. Er sucht jeden Verbündeten dieser Stadt, um mir irgendwie ans Bein pissen zu können. Aber lasst mich euch eins sagen, wenn ihr seine Verbündeten werdet, ist er mein Feind. Ich sag es mal so, ich bin nicht auf der Suche nach Verbündeten. Ich habe Brüder, die reichen mir. Das Einzige, was ich suche, ist das Geschäft. Irgendwie muss ich auch meine Männer ernähren. Und das Einzige, was mich interessiert, ist, wie ich das dreckige Schwarzgeld waschen kann. Ein sauberer Gedankengang, mein Bruder. Eine Frage, Abu Khair. Na? Weiß man, wo er es wascht, wäscht? Das kann ich dir nicht sagen. Was ich aber noch an Informationen für euch habe, verehrte Herren. Es gibt jemanden von den Bloody City MCs. Sein Name ist Bill. Und er weiß, wo die Heroinroute ist. Es gibt auch eine Kokainroute. Verrate nicht zu viel, Bruder. Das sind schon interessante Punkte, Aladdin. Ist dir was für mich aber interessanter? Es gibt einen Schwarzmarkt. Den haben wir auch. Oh, Minna. Viel interessanter ist doch, gibt es eine Waffenhersteller. Der Waffenteile verkauft. Also, sind wir hier bei Jobcenter oder was? Sollte es sowas geben, habe ich es immer noch nicht in Erfahrung bringen können, verehrte Herren. Aber ich denke, ich bin nicht gekommen, um euch alles preiszugeben, weil ich noch von keinem von euch etwas sehen konnte, was mir irgendwie einen Vorteil verschafft. Nach was suchst du denn? Ich strebe nach Geld und Macht. Geld und Macht. Bei Geld, wie gesagt, Information für Information, Geschäft. Das Geschäft, da können wir euch helfen. Wir haben ein paar Punkte, wo man Geld machen kann. Na gut, Männer. Wir haben uns ja alle kennengelernt und wir werden hier und da mal aufeinander treffen. Und ich denke in Frieden und Respekt. Das werden wir auf jeden Fall definitiv in Zukunft sehen. Inshallah bleibt es so. Aber ihr wisst ganz genau, wenn die beschissenen Routen rot sind, was wird danach passieren? Wir wollen uns alle hier nicht anlügen. Ja, danach werden die Katanas gezückt, mein Bruder. So sieht's aus. So sieht's aus, Khal. Abukhair! Die Benzinkanister werden rausgeholt, mein Bruder. Die Hunde werden von der Leine losgelassen, mein Bruder. Und Abu Khair ist ein Freund geschossen, mein Bruder. Fressen oder gefressen werden. Aber ich glaube, nur diesen Weg kennen wir. Ich glaube, auch da kann man sich einig werden.
Männer, packt die Katanas wieder hin. Also, was meinen wir an? In der Stadt werde ich keine Probleme bereiten. Mit dem Staat sollte man sich nicht anlegen. Ich kaufe jetzt ein Van, dann gehen wir jetzt, machen wir das. Ja, gut. Nee, das ist also, richtig, ich Sensei. Noch was, das muss ich euch auch dann übergeben, damit ich dann komplett entlastet bin. Und dann heißt das ist bitte, richtig. Aber genau, wenn wir schon drei Parteien hier anwesend sind, keine leeren Versprechungen. Nicht jeder wird angenommen. Aber kann man drüber sprechen, wollen, falls weisen. Einer eine Route ja, erobern sollte, profitieren alle drei Parteien davon? Oder ist einer unter euch ein gieriger Geizhals und beansprucht alles für sich allein? Dann soll er jetzt reden. Ich würde sagen, man sollte mit Prozenten arbeiten. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Und wir sind nicht von einer Mutter rausgekommen. Ah, Sensei! Am Ende des Tages sind wir Geschäftsmänner. Sensei, über die Mutter sollte man nie wirklich reden. Wo ist das Problem? Wir kamen nicht alle aus einer Vagina. Das meine ich damit. Wir teilen nicht dasselbe Blut. Keiner hat hier jemandem was Schuldiges. Außer seine Verträge und Mitnisse. Vielleicht seine Freundschaft noch. Mehr aber auch nicht. Deswegen bin ich dafür, dass man Prozente untereinander ausmacht. Falls einer Manns genug ist, eine Route zu halten, dann soll er auch dafür entlohnt werden. Abu Khal. Ja, mein Bro. Du kennst dich aus mit Prozenten. Ja. Wie wäre das für uns alle gerecht? Mein Bruder, ich sag dir ehrlich, wir sind kein Ladekabel, das wir mit Prozenten um uns rumschmeißen. Wenn wir die Waffenroute zuerst finden, dann würde ich sagen, wir machen erstmal unsere eigenen Taschen voll und das können wir hier vor allen offen kommunizieren. Solange wir nicht in dem Zustand sind, wo wir sein wollen, würde ich mit niemandem teilen. Dann ist aber die Frage, wann ist man in dem Zustand? Wir werden in Zukunft wahrscheinlich gewisse Arbeiten zusammen verrichten. Wir werden, wer bessere möge gewinnen, eine Route bekommen. Ob es wir sind, ihr seid, spielt keine Rolle. Dann würde ich vorschlagen, gibt es eine gewisse Dauer, wo sich diese Familie aufbauen kann? Und dann kann man darüber reden, Prozente zu verteilen. Die Prozente sollten nicht fest beschlossen sein, im Gegenteil, sondern diese Prozente sollten variabel sein für jede Familie. Weil nicht jede Familie wird für mich zum gleichen Vorteil sein. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, die eine Familie bekommt, ja, wie soll ich sagen, 10% Erlass? Die andere Familie 15% und eine nur 5%. So sehe ich das. Sensei? Ey, so denke ich auch. Ein schlauer Mann, dieser Abu Mariko. Satudara? Danke. Ich schließe mich dann. So sehe ich es auch. Also ist das besiegelt hier. Ich sag mal so, geschenkt sollte es nichts geben. Im Endeffekt, wie du sagtest, Sensei, wir sind alle Geschäftsmänner. Was sagen denn die Herwalds aus Bingöl dazu? Eie, rede du da hier. Was soll ich sagen, wenn die Mehrheit genauso sieht? Ella aus Bingöl sagt ja. Oder wenn du eine andere Meinung hast, dann sag die ruhig. Nein, nein, das passt. Sensei ist auch einer, der weiß, wie das funktioniert. Und das hast du auch super ausgesprochen, Abu Malik. Dankeschön. Und das ergibt dann auch alles einen Sinn. Ist nichts einzuwenden. Eine Sache muss ich natürlich auch korrigieren. Wir sind seit einer Stunde hier. Deswegen enthalten wir, aus Respekt, uns noch. Was würdest du damit sagen? Derjenige, der das verstanden hat, hat das verstanden, Khal. Um nochmal auf die Thematik zu kommen, einer eurer Männer hat was Wahres gesagt. Es gibt in dieser Stadt nichts zu verschenken. Und ein wahrer Mann hat mal gesagt, nichts ist teurer als ein Geschenk, was umsonst ist. Deswegen, wenn es nichts mehr zu bereden gibt, würde ich sagen, machen wir uns an die Arbeit. Hi. Ich habe sowieso noch ein Geschäftsmeeting, Mindasan. Salamu alaikum. Mein Name ist Abu Khair und ich komme immer mit der lautstarken Salamu alaikum. Salamu alaikum. War mir wieder eine Ehre. Salamu alaikum. Yarimans. Aber ich sag euch jetzt, bei Sensei müssen wir aufpassen. Bruder, das sind alles falsche Hunde, die machen einen auf, aber sobald die Rote haben, die tanzen auf unser Kopf, diese Hunde. Nein, ich kenn die lange genug, Bruder. Geht nicht. Wenn die Route bekommen, die werden nicht mehr mit Prozenten reden. Ah, okay.
Wer ist dieser Männerfuck mit den orangenen Haaren? Ah, Abu Khal. Das, mein Bruder, das ist Abdul. Abdul ist ein crazy Motherfucker, genau wie du einer bist. Abu Khal, ich habe eine Frage an dich. Frag. Du kennst doch die Stadt Unisex, diese Lade. Ja. Von früher. Ich war gerade da. Ja. Die haben meine Haare gemacht, guckst du. Wallah, sag mal. Wallah, du siehst aus wie Super Saiyajin, ja, die. Habibi, ich hab mich gerade bei Netlock angemeldet. Wallah, du erinnerst mich irgendwie an einen Rapper aus Europa, der heißt Ali Boumaye. Abu Khair, wie geht's dir? Habibi, Abdul, wallah, ich hab dich vermisst. Ich hab dich vermisst. Wo bist du, ja, Mann, ja, seit Tagen, ja, Salami, wallah. Ich küsse doch dein Herz, wallah, ich bin doch da, Cousin. Habibi, wallah. Abu Khair. Ja, ab jetzt. Ja, Bruder. Oder bitte. Boah, hier ist viel Verkehr, komm, wir gehen wieder rein. Siehst du diese Salami-Party hier? Salam alaikum. Siehst du diese Salami-Party, Bruder? Alaikum salam. Bruder, ich weiß, manchmal ist es schwer, Bruder. Du kannst sowas nicht sehen. Okay, aber du musst lernen, Bruder, wir sind ja in Amerika. Wer von euch ist ein Star? Okay. Mein Bruder, heute ist mein erster Tag hier. Ich hab ein bisschen Geduld mit mir, Mann. Ich hab sowas noch nicht gesehen. Und deswegen rede ich mit dir, Bruder. Das ist Amerika, die Leute laufen rum, wie die wollen, die reden, wie die wollen, die ziehen an, was sie wollen. Und das ist normal, ja? Das ist normal, Bruder. Dass Frauen auch neben Männern sitzen. Das ist was ganz Normales in Amerika, Bruder. Nimm das einfach hin. Verstehst du? Wir reden, Chanda, Bruder. In Heimat gehen wir Hand anhalten, Bruder. Hier kommen die Hand anhalten, Bruder. Ich halte das, Bruder, Tamam, deren Schuh auf meinen Kopf. Herzlich, was la, 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 la. Salam alaikum, Jungs. Nein, Bruder. Salam alaikum auch zur Kau gegangen. Man kann doch auch nicht alaikum salam zu jedem Hund sagen. Wallah, ja, salam, ey. Warum lachst du? Der Rest bleibt, glaube ich, hier. Wer ist da? Soll ich reinkommen? Geh mal nach hinten, mach mal ein Foto. Ich mach mal ein Foto mit dem Influencer. Von dir ist Dings Mason, das ist unser Bruder von Hemmschuss, unser Geschäftsführer. Mein Name ist Abu Khair und ich komme immer mit einem lautstarken Salam alaikum. Und das ist Abu Khair. Alaikum salam, ja, Shabab. Abu Khair kennt ihr, ich brauch nichts sagen. Abu Khair ist ein kranker Motherfucker. Ich bin hier reingekommen, weil ich gehört habe, ihr habt mir Informationen bezüglich Krise. Ja, diese Krise. Nachdem wir uns getrennt haben, wollten wir eigentlich hier treffen, aber dann kam ein Anruf. Und diesen Namen kennen wir, Abu Diamond und Mason. Also weiter. Hey, Mods, bitte kümmert euch um Gustavo. Abu Diamond ist. Mods, kümmert euch bitte um Gustavo. Wichtig. So, und. Gehört normalerweise zu uns. Und das Problem ist jetzt. Was heißt Problem? Ihr seid doch meine Familie. Abu Mardelli ist hier. Abu Khal ist hier. Ihr seid alle Hemmschuss, Hemmscheris. Und wenn du ein Problem mit dem hast, hat er auch ein Problem mit uns. Und die Frage ist, er meinte, es gibt eine Elite. Wir haben diesen Schwarzmarkt von der Elite bekommen. Und morgen kriegen die von einer Elite Waffen. Diese Information hat er uns so gegeben. Oder habe ich was falsch verstanden, Mason? Nein, genau so. Habe ich was vergessen? Füg hinzu. Vielleicht habe ich was vergessen. Ich bin alt geworden. Nein, das war alles. Nein, das war alles. Kennst du eine Elite, Abu Khair? Ich habe von denen gehört. Wer ist diese Elite, Abu Khair? Jungs, wisst ihr, wer der Gastgeber ist? Irgendwelche Würfelparkpenner, Bruder, die sich zusammengetan haben. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Salam alaikum. Scheint anscheinend sehr mächtig zu sein in der Stadt. Wer? Scheint sehr mächtig zu sein, diese Elite. Ich weiß von keiner Elite. Die Besitzer von dieser Stadt haben kein Essen und Trinken. Wann haben die Macht aufgebaut? Ja? Oh, Rall. Die beliefern Familien mit Waffen, also. Morgen. Allahu Akbar. Eine Uhrzeit hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, Lieferung ist morgen von der Elite. Und dieses Schwarzgeld oder was das ist, das haben die ihn auch so gegeben. Und er meinte irgendwas mit Waffen, auch über dich. Also. Elite also, ja? Ach, tut mir leid, die Herrschaft, ein bisschen sehr schwillig geworden hier. Setz dich hin, Neffe, setz dich hin. Krise hat etwas von der Elite geredet, ja? Krise war nicht dabei. Dieser Abu Diamond war alleine. Er ist von dieser Krise. Er ist sogar von der Krise. Er hat zugegeben, dass er eine Familie ist. Nehmen wir mal an, diese Elite bestimmt aus 50 Männern, okay? Hm. Ich lasse jeden von dieser Elite in Abu Diamond rein. Hm. Okay? Hier gibt es sowas wie eine scheiß Elite nicht. Also hat er das aus seinem Arsch gezogen, dieser Abu Diamond? Ja, hat es aus dem Arsch gezogen. Guck mal, mein Bruder, willst du Geld verdienen? Dann suche eine Route und geh farmen. Geh arbeiten für dein Geld. Willst du Waffen haben, dann verdiene Geld, kauf deine Lizenz und kauf deine Waffen, mein Bruder. Hier gibt es nichts zu verschenken. Und diese Elite, die gibt es nicht.
Und das sag ich dir als Abukhair, mein Bruder. Ahla usahla, Habibi. Hast du das gehört, Bingolli? Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Es soll keine Elite geben. Es gibt keine Elite. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Da ist man ein paar Tage in dieser Stadt, man hört vieles. Ob das auch stimmt, ist eine andere Sache, Daye, du weißt. Die Frage ist, wer profitiert dadurch? Wenn jemand sagt, da ist die Elite, was profitiert der andere? Der sagt, Elite ist nicht da. Oder nicht, Daye? Bingöl. Bingöl, 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 Wahdettin. Du bist eigentlich ein schlauer Mann. Eigentlich. Eigentlich durchgehend, bis auf den Satz, den du gerade gesagt hast. Deshalb dieses eigentlich. Wenn Abukhair dir sagt, hier wird niemand bevorzugt, es ist scheißegal, wer du bist. Und keiner kommt mit irgendeiner Eliten schwarzer Schatten über diese Stadt, die Waffen verteilen wie Bonbons am Anachräumen, als hätten wir hier Opferfest vorgezogen oder das Zuckerfest. Dann vertrau auf mein Wort. So sieht's aus. Alles klar. Willst du Geld verdienen? Such die Routen, such den Schwarzmarkt, mach dein Ding, sag dann auf deiner Eier. Willst du Waffen haben, dann kauf deine Waffenlizenz und hol deine Waffen. Dann habe ich eine andere Frage, diese Schwarzgeld-Wäsche da. Ja. Wie kann es sein, dass dieser Abukhair auf einmal das gefunden hat? So schnell. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ah, so. Bin jahrelang im Business, Abukhair. Ich weiß nicht, ob du meine Vergangenheit kennst. Aha. Aber so schnell wird eine Geldschwarz... Geldschwarz... Nicht gefunden. Ja. Schwarzgeld. Alles gut, Bingöl. Bist bestimmt Jetlag. Deswegen, ich sag das nochmal. Da muss dahinter was stecken. Das kann nicht einfach so sein, dass er die Geldwäsche einfach so in die Hand bekommen hat. Es ist unmöglich. Kennst du Billy? Nein, kenne ich nicht. Billy ist von den Bloody City MCs. Er hat seine Männer getrommelt und hat sich stark vorgenommen, irgendeine Route zu finden. Und ist fündig geworden. Und deshalb, okay. Und deshalb hat er jetzt die Kokainroute, mein Bruder. Koks. Ja, Koks, Hero, Cannabis, die Waffenroute. Wer sucht, der findet. Während wir hier reden, Bingöl, gibt es bestimmt 10 Arbeiterbienen unter meiner Fittiche, die ich gerade losgeschickt habe vor einigen Stunden, und suchen. Selbst ich muss suchen. Ich verstehe. Bingöl. Abukhair, was ist dein Konflikt mit diesem Abukhair? Was steckt dahinter? Was ist euer Problem? Ich kann mich nicht erinnern, dass unsere Urgroßväter mit fremden Männern über ihre Probleme gesprochen haben, mein Bruder. Bitte verstehe mich nicht falsch. Aber das ist eine Angelegenheit zwischen mir und Abukhair. Das respektiere ich. Und wir haben die auch nie mit kurzer Hose gesehen, Bruder, die Älteren. Das ist auch richtig. Die haben wir auch nie mit kurzer Hose gesehen. Kurze Hose? Ich glaube, Abukhair hat das gesagt, um meine Sache zu unterstreichen. Also sind wir alle Männer, die noch an Werte festhalten. Nein, ich habe das nur erwähnt, Abukhair, weil dieser Abu Diamond meinte, die wollten mit dir euch her machen, immer mit dir reden. Und er meinte, das Einzige, was Abukhair macht, ist einfach schießen. Er schießt nur. Er hat nur geschossen. Das waren seine Worte. Okay. Gut. Abu Diamond ist eine Frau, die viel redet. Und Abu Diamond ist gar nicht in der Position, mir je zu sagen, dass er Khair machen will. Versteh mich bitte nicht falsch, aber ich lasse Abu Diamond jeden von euch seinen Schwanz lutschen. Afrullah, Abu Khair. Ja. Jemand, der mir versucht, ans Bein zu pissen, wird bestraft. Da hast du recht. Das ist auch dein Hack. Geht auf seinen Kopf. Bingöl, Bingöl, wartet ihn. Bevor du hier sitzt und wir alle Zeit verlieren, würde ich euch einfach mal vorschlagen, ich steige an eure Autos, kontaktiert Bill oder Billy oder Billy Boy. Nennt ihn, wie ihr wollt. Er ist einer von den Rockern und er weiß ein bisschen mehr als ich. Hm. Ja, na gut. Ich höre dich. Ja, wenn keiner mehr was sagen will, dann... Mein Name ist Abukhair und ich komme immer mit einem lautstarken Salam alaikum. Alaikum salam, alaikum salam. Ja, wartet ihn. Duydun, hast du gehört?